uns geht's jetzt raus ins Grüne und da nehmen wir sie gerne mit. Die Temperaturen, die steigen und der Sommer ist da und da möchte man ja auch gerne rausgehen und vielleicht auch sie mit ihren Kindern oder auch mit ihren Enkelkindern. Und da zeigen wir ihnen heute verschiedene Variationen, mit denen sie raus können und Spaß haben. Und Carsten erklärt uns mal und zeigt uns mal, um was es sich heute handelt. Ein richtig heißer Ofen, den haben wir jetzt für die ganz, ganz kleinen Zuschauer unter ihnen oder natürlich für ihre Enkel oder für ihre Kinder. Mhm. Und mit ganz, ganz klein meine ich so im Alter von 4, 5, 6 Jahre so ungefähr. Und ich werde nie vergessen, wie ich vor ein paar Jahren mal bei uns in Bergheim, im Kölner Westen ist, dass mal durch die Fußgängerzone geschlendert bin. Da kam ein junges Pärchen auf mich zu mit einem kleinen Jungen in so einem Elektroauto. Und der saß da drin, wie alt müsste er gewesen sein? 5, 6 Jahre alt oder sowas. Und der fuhr neben seinen Eltern her in so einem offenen Cabrio und war also stolz wie Oscar. Das Gleiche gibt es natürlich, und wir sind natürlich mittendrin jetzt auch gerade in der Motorradsaison, als Motorradvariante. Und das sehen Kinder natürlich auch. Im Moment ist natürlich Hochzeit für Motorräder. Hier bei uns in der Ecke ja sowieso. Weserbergland ist natürlich ein Paradies für Motorradfahrer. Mhm. Und wenn die Kinder sowas sehen, wollen sie es natürlich auch haben. Jetzt haben wir hier genau das Richtige, einen richtig heißen Ofen für die Kinder. Und wo wir es gerade hier so schön haben. Ich mache ihn jetzt einfach mal an und dann wissen Sie, warum ich für das kleine Kerlchen hier Feuer und Flamme bin. Achtung. Wow. Achtung, Moment. Erster Gang. Sie spielen unser Lied. Oh ja, Wahnsinn. Ist das cool? Haben Sie das gesehen? Ich mache nochmal aus und machen wir nochmal an. Haben Sie die Beleuchtung vorne gesehen? Achtung, ist eingeschaltet. Schwupp. Schon geht das Licht an, vorn und hinten natürlich. Und der Sound ertönt. Den kann man natürlich... Gänsehaut-Feeling hier. Super. Den kann man natürlich jederzeit auch zwischendurch hier über die Knöpfe und so weiter nochmal zuschalten. Und das ist großartig. Sie sehen, das gute Stück steht auf Stützrädern hier an der Seite. Das heißt, man kann also hier überhaupt nicht mit umfallen. Ist also alles auch komplett an die Sicherheit gedacht worden. Normalerweise ist es beim Motorrad ja so, dass man hier den Gashahn hat und hier auf der linken Seite die Kupplung. Hier sieht das ein bisschen anders aus. Hier hast du eben den Gasfuß. Ja, Achtung. Ungefähr 3-4 Stundenkilometer rollt er also vor sich hin. Für das Alter ist das, glaube ich, schnell genug. Und wenn du den Fuß vom Gas nimmst, bleibt das Gerät also auch wieder automatisch stehen. Ist der nicht heiß, der Ofen hier? Cool, ja, oder? Absolut, ein richtiger Hingucker. Also damit wäre ich als Kind auch sehr gerne unterwegs gewesen. Absolut. Jetzt schauen wir uns das gute Stückchen mal von allen Seiten an. Hier an der Seite natürlich dieser riesengroße Auspuff, wie sich das für ein vernünftiges Motorrad gehört. Die Rückseite übrigens auch sehr, sehr interessant, mit Nummernschild dran, mit Beleuchtung und so weiter. Also wirklich alles dran, was ein modernes Motorrad, was so eine kleine Rennsemmel ganz einfach braucht. Und jetzt stellen Sie sich mal Ihr Enkelchen vor, im Alter von 5 oder 6 Jahren. Ja, der wird wahrscheinlich dann auch leuchtende Augen bekommen. Vielleicht fährt Papa Motorrad, vielleicht hat er ganz einfach also auch als kleiner Junge natürlich auch diese Affinität zu diesen tollen Maschinen, die momentan also auch über die Straße rollen. Und dann sitzt er auf einmal auf seinem eigenen Superbock jetzt hier, auf seinem eigenen Rennmotorrad hier. Übrigens mit Kunstledersattel, mit allem drum und dran. Schauen Sie sich das Heck mal an, das sieht also auch schon klasse aus, oder? Oh ja. Großartiges Teil. Ja, das Rot sieht so schön aus. Fällt mir richtig gut. Wow. So muss ein Motorrad aussehen, oder? Wie von einem italienischen Hersteller. Fängt mit D an. Ja, ich habe auch kleine Neffe und ich bin schon begeistert. Ich warte, wann ich kann auch etwas so kaufen. Ich glaube, die ganze Familie sind begeistert. Und natürlich, wann das kauft Oma oder Opa, das macht so viel Spaß. Ja, auch für Enkel, Oma oder Opa, dass sie können ein bisschen zusammengehen, spazieren. Oh mein Gott, das sieht so cool aus, ne? Es ist einfach großartig, weil du jetzt hier, oder weil die Kinder jetzt völlig autark unterwegs sein können. Nochmal, ja, wir reden hier von 3 oder 4 Stundenkilometer. Das ist für einen Erwachsenen ist das eine Schrittgeschwindigkeit. Das heißt, die Kleinen jagen jetzt nicht unbedingt darauf los. Aber sie fahren eben, und das eigenständig, mit der entsprechenden Lenkung. Es ist trotzdem an alles gedacht. Es ist sicher. Man hat hier keine Fußrasten wie bei einem normalen Motorrad. Ja, weg da. Ja. Sondern man hat hier diese Fußstützen, die man da unten drauf hat. Wie gesagt, mit dem kleinen Fuß kannst du Gas geben. Hast natürlich auch die entsprechenden Armaturen vorne drin. Das heißt also Drehzahl und Geschwindigkeit natürlich angedeutet. Der Windschutz hier für die Aerodynamik auch mit dabei. Blinker vorne, Blinker hinten. Also wirklich alles dran, was an so einem modernen Motorrad ganz einfach dran sein muss. Und das eben sehr sicher. Allein auch über die beiden Stützräder hier. Also da kann definitiv überhaupt nichts passieren. Und ist das nicht ein cooler Sound? Ja, absolut. Ja?
Guck mal, du bist schon begeistert. Ich hab da selber noch so einen Riesenspaß dran. Ja. Super cool gemacht, auch die Reifen mit den schwarzen Felgen, das passt alles. Nee, also auch der Motorbereich, das heißt also auch dann, wenn man so ein bisschen Auge dafür hat, das sieht also alles dem Original zum Verwechseln ähnlich. Sehr, sehr cool gemacht, allein mit der Beleuchtung hier. Normalerweise beim Motorrad hast du ja tagsüber also auch immer das sogenannte Fahrlicht an. Das entsprechende Fernlicht ist natürlich hier ebenfalls noch mit zugeschaltet. Das sieht einfach nur rattenscharf aus. Und gerade jetzt auf den Straßen sieht man das. Mhm. Die Motorradfahrer sind unterwegs. Wie gesagt, vielleicht ist der Papa Motorradfahrer. Vielleicht fahren Sie auch Motorrad, meine Damen. Ich sehe also auch viele Damen heutzutage immer wieder gerne auf den Motorrädern. Kann ich verstehen, ist ein tolles Hobby. Und wenn die Kinder da ganz einfach so ein bisschen Gespür für haben oder sich das ganz gerne mal anschauen oder auch mit leuchtenden Augen vor den großen Motorrädern stehen, glaube ich, machst du hier als Geschenk mit so einem heißen Ofen alles richtig. Ich finde auch vom Preis-Leistung her sind wir großartig unterwegs. Für so etwas zahlst du normalerweise mit Sicherheit um die 150 bis 200 Euro, bist du da locker dabei. Das stimmt. Ja? Wir schauen einmal zu Pearl.de. Dort sind wir bei 115 Euro. Und heute bei uns der TV-Sonderpreis für 89,99 Euro. Seien Sie schnell, das ist unser Saisonstart-Sonderpreis für Sie hier bei 89,99 Euro. Und ich sage Ihnen auch einmal die Bestellnummer. Das ist die NX 9730 und die 569. Und das ist doch ein super Geschenk. Ich glaube, da leuchtet jedes Kinderauge. Also ich hätte mich super gefreut. Absolut. Und dieses Rot ist so eine knallige Farbe. Und dann noch der Sound und das Licht. Also das ist echt der Wahnsinn. Da ist schon alles gedacht worden. Die Hupe noch mit dabei. Übrigens kannst du hier auch gerne über Klinke sogar noch einen MP3-Spieler anschließen. Wenn dein Sohnemann oder wenn die Tochter vielleicht ganz gerne auch noch mal beim Ritt auf dem heißen Ofen ein bisschen Musik hören möchte, ist auch das ohne weiteres möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch als Schenkender, so als Oma oder Opa oder auch als Elternteil, wenn du so etwas dann hast und der Lütte dann auf dem heißen Bock dann sitzt, wahrscheinlich auch so einen gewissen Stolz empfinden kannst. Ich wäre froh gewesen, wenn sie meinem Alter sowas gegeben hätte. Das glaube ich dir. Also. Ja, und wir kommen jetzt noch weiter zu unseren Kick-Scootern, die stehen einmal hier drüben. Jawohl. Das ist auch ein super Fortbewegungsmodell. Also ich sehe es hier in Göttingen, da sind alle mit denen unterwegs. Das ist ja momentan der absolute Renner. Ich habe dir erzählt, ich war letzten Freitag in Göttingen. Ja. Und wenn man jetzt aus der Ecke Holzminden kommt, ist man so viele Menschen, so viele Scooter, so viele Fahrräder gar nicht mehr unbedingt gewohnt. Das stimmt. Und auch so viele Ampeln nicht unbedingt. Und in der Zeit, wo man da vor einer Ampel steht, hat man natürlich auch mal die Gelegenheit, sich mal rechts und links umzuschauen. Gerade diese Leih-Scooter, diese Elektro-Scooter sind in den Großstädten gar nicht mehr wegzudenken. Jetzt kostet das nur ein kleines Vermögen. Und ich möchte da den Anbietern nicht zu nahe treten, aber wenn man natürlich so einen Leihscooter hat, weiß man nie so wirklich, wer hatte den vorher. Funktionieren die Bremsen? Ist der Akku aufgeladen? Ist der verkehrstauglich? Ist er verkehrssicher? Das stimmt, Das weiß ich nur, wenn ich meinen eigenen habe. Und da ist mir das Hemd näher als die Hose. Und jetzt haben wir hier einen sogenannten geprüften Versandrückläufer. Der ist vom Hersteller General überholt. Und für mich persönlich von einem neu und original verpackten Modell nicht mehr zu unterscheiden. Es ist mir ein Rätsel, warum man ein solches Gerät zurückschickt, aber es muss mich auch gar nicht großartig interessieren. Denn das ist Ihre Möglichkeit, jetzt pünktlich zum Sommerbeginn, pünktlich zur beginnenden Saison, jetzt wo also wirklich Hinz und Kunz auf solchen Rollern unterwegs ist, mal für ein ganz kleines Geld hier mal einen richtigen Schnapper mitzunehmen. Zwei verschiedene Modelle haben wir. Das hier ist ein sogenannter geprüfter Versandrückläufer. Unfassbar günstig. Für unter 300 Euro habe ich sowas Vergleichbares noch nie gesehen. Hier gilt natürlich ganz klar, wenn weg, dann weg. Wir haben, ich weiß es nicht genau, lasset zwei Hände voll sein. Ja. Ja, und davon sind schon einige weg. Also es ist ganz, ganz stark begrenzt. Deswegen da bitte, wenn Sie den günstigen Preis mitnehmen wollen, auf jeden Fall zugreifen. Mhm. Und es macht unglaublichen Spaß. Du willst fahren, Diana, oder? Ja, klar. Ich rate schon, wann. Also hast du alles gezeigt? Ja, kann ich einfach zeigen. Ja, ja, wir gucken cool gleich da mal rein. Wir wollen einfach, guck mal. Mhm. So, eingeschaltet ist er. Seid ihr bereit? Ja. Let's go. Das Schöne ist, man kann also auch mit so einem E-Scooter, das ist ein Kick-Scooter. Sie haben gesehen, dass der so aus dem Stand heraus gar nichts machen würde, selbst wenn Sie Gas geben. Sie müssen ihm also erst so einen kleinen Kick geben, deswegen heißt der Kick-Scooter, so leicht in Bewegung versetzen. Dann können Sie ganz komfortabel mit dem Daumen Gas geben. Das ist sehr, sehr komfortabel zu machen. Und Sie sehen, Diana steht da selbst mit hohen Absätzen drauf. Das gibt Ihnen natürlich auch ein ganz klares Zeichen zu Hause, dass Sie sehr, sehr stabil auf einem solchen Scooter stehen. Egal, ob Sie jetzt die Füße hintereinander haben oder beide parallel aufeinander oder nebeneinander. Die Trittfläche ist also sehr, sehr groß. Und wir haben zwei verschiedene Modelle. Das ist dieser hier.
mit den etwas kleineren Reifen. 8,5 Zoll sind knapp 21,5, lasse 22 sein im Durchmesser. Und hier haben wir schon den Vorteil, dass wir sogenannte Honeycomb-Reifen anbieten dürfen. Wenn du durch die Stadt fährst, hast du überall mal einen Gullideckel. Ja, ja, oder stimmt. Du hast mal ein Kopfsteinpflaster, ja, oder mal eine unebene Straße, mhm, mit so Platten und so weiter. Und wenn du da jetzt drauf fahren würdest, wie auf so einem, auf so einer Rüttelplatte, wäre es natürlich ja nicht sehr. Wird keinen Spaß, ja, machen. Und deswegen sind die entsprechend gefedert. Deswegen haben wir diese Honeycomb-Reifen, mhm, die nehmen schon so dieses, mhm, das, oder machen das, was normalerweise so ein Stoßdämpfer im Auto macht, hier schon durch die Reifen auf. Wahnsinn. Der ist aber hinten nochmal mit zwei starken Federn nochmal zusätzlich gedämpft. Also das Fahrverhalten ist wirklich großartig, selbst wenn der Boden mal ein bisschen unruhiger sein sollte. Ja. Wie fühlst du dich, Diana? Ich fühle mich sehr gut. Und jetzt, ich glaube auch, du warst in Göttingen, du hast gesehen zum Beispiel, du kannst dein Auto parken beim Parkplatz, aber das ist immer noch 2 Kilometer zur Innenstadt. Ja, ja? Ja, ja. Und natürlich, einfach gehen, spazieren, das ist zu lang. Jetzt Bus nehmen oder so auch, das ist ein bisschen, das ist zu heiß zum Beispiel. Ja, ja. Aber mit diesem Gerät, mit diesem Scooter, das macht einfach Spaß. Und natürlich, wenn kaufen Sie für ganze Familie, für Partner, ja, zum Beispiel, ja, für Kinder, für ältere Kinder, das macht wirklich, wirklich Spaß. Super. Und das ist Trend jetzt. Absoluter Trend. Ich finde die großartig. Jetzt habe ich die in Göttingen gesehen, in so einem grün-weiß. Ja. Ja. Ich glaube, Ingo fände es klasse, Werder Bremen-Farben. Ich persönlich. Meine wäre es nicht so. Nee, ich finde das Dunkle recht schön, ja, oder? Die sind pulverbeschichtet, dementsprechend natürlich auch wind- und wetterfest. Also wenn sie mal eine Regenschauer erwischen sollte, macht es diesen Gerätschaften überhaupt nichts. Ich sage das bewusst, weil ich vor kurzem die Diskussion mit einem guten Freund hatte, der sagt, das ist doch ein Elektromotor, was ist denn, wenn es regnet? Ja. Macht den überhaupt nichts aus. Und Sie können den an jeder stinknormalen Steckdose können Sie den wieder hochladen. Sie haben eine ordentliche Reichweite, also 20, 25 Kilometer. Ich muss mich Wahnsinn. Da so ein bisschen vage ausdrücken. Hängt natürlich immer mit dem Gewicht des Fahrers zusammen. Ja, und Sie können den bis über 100 Kilo belasten. Also da passt schon ein bisschen was drauf an Körpermasse. Und je nachdem, wie Sie fahren, viel bergauf und so weiter, zieht natürlich etwas mehr am Akku. Dann sind es vielleicht 2, 3 Kilometer weniger. Auf gerader ebener Strecke sind es vielleicht 2, 3 Kilometer mehr. Also 20, 25 Kilometer ist für so einen Scooter schon ein fantastischer oh, Wert. Ja. Und das ausgesprochen komfortabel. Und nicht nur bei den aktuellen Benzinpreisen. Opa, ja. Ich möchte Sie nicht mit Tankrabatt langweilen oder sonst irgendwas. Ich glaube, das können andere Sender den ganzen Tag über tun. Aber es ist doch schön, wenn man sein Auto einfach mal stehen lässt. Ja. Oder mal im Campingurlaub zum Beispiel. Ich bin jetzt hier im Freibad gewesen am Wochenende. Da waren die Camper unterwegs mit so einem Scooter mal eben kurz zur Eisdiele in die Stadt. Das fährst du mit so einem Scooter und nicht mit dem Auto hier bei dem schönen Wetter. Ja, es ist wunderbar, eine wunderbare Lösung. Und wir schauen noch einmal zu Pearl.de. Dort sind wir bei 340 Euro. Aber heute unser TV-Sonderpreis für 299,99 Euro kommt versandkostenfrei auch zu Ihnen. Das sind unsere letzten Stückzahlen. Da müssen Sie schnell sein. Greifen Sie schnell zum Hörer. Für den TV-Sonderpreis ist das echt der Hammer. Ja, und ja, wir haben ja auch noch ein zweites Modell. Das hat Carsten ja schon angesprochen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir werden häufiger gefragt, wo ist der Unterschied? Ja. Nachvollziehbar. Es gibt zwei, auf den ersten Blick nicht unbedingt direkt ersichtliche Unterschiede, aber trotzdem sind sie de facto da. Ich würde sagen, das erste Modell, was wir gesehen haben, mit den rund 22 cm vom Durchmesser großen Reifen, ist so ein Modell, ich sag mal, für die etwas jüngere Generation. Ja, also für die späten Teens, für die frühen Twents sozusagen. Ja, für uns Best-Ager ist vielleicht dann doch ein etwas größerer Reifen, noch mal etwas komfortabler. Auch hier haben wir die berühmte Honeycomb-Bereifung. Ich hoffe, Sie können das sehen. Also auch hier sind so kleine Luftblasen quasi im Reifen drin, hat optische Gründe, aber eben auch diese Dämpfung, die man mit drin hat. Auch hier haben wir natürlich logischerweise hier auch die gefederte Einzelradaufhängung im hinteren Teil. Das heißt, man fährt hier also wirklich sehr komfortabel. Aufgrund der Tatsache, dass der Reifen auch mal hier im direkten Vergleich, das ist Modell Nummer 1, das ist Modell Nummer 2, ein bisschen größer ist, behaupte ich, ist der vielleicht für den Erwachsenen, der nicht ganz so, ich sag mal, in diesem Fahrwasser drin ist, im Skateboard und so weiter, wie das vielleicht bei einem Teenager der Fall ist, noch etwas komfortabler. Vielleicht auch dann, wenn man einen Bordstein rauf oder runter fährt. Ja, also wunderbar. Ich möchte mich da gar nicht großartig einmischen, es ist Ihre Angelegenheit, aber ich persönlich fahre mit den größeren Reifen lieber. Ich fühle mich dann auch ein bisschen stabiler. Ja, das stimmt. So kann man das ohne weiteres sagen. Ansonsten sind beide Modelle auch mit Scheibenbremsen ausgestattet. Ab und an kommt man mal in die Verlegenheit, dass man vielleicht auch mal bremsen muss. Das funktioniert hier sehr, sehr zuverlässig. Und ich möchte noch mal betonen, ich weiß nicht, ob das bei den Leihgeräten immer der Fall ist. Ich weiß nicht, wie die gewartet werden. Bitte nicht böse sein. Mhm. Ja, aber da nochmal ist mir das Hemd näher als die Hose. Da habe ich lieber mein eigenes Modell. Da weiß ich, ich kann mich entsprechend drauf verlassen. Ich kann mich selber drum kümmern. Ich kann es selber entsprechend pflegen. Wobei diese Gerätschaften absolut wartungsarm sind. Ab und an mal den Akku aufladen und dann ist es gut. Ja. Eine Sache möchte ich aber ganz gerne noch zeigen. Man kann den ja auch super zusammenklappen. Oh ja. Ja?
Du hast gerade angesprochen, wenn es mal zur Bahn geht, Diana. Das ist natürlich dann ätzend, oder? Wenn du den jedes Mal dann, na, komm her. Wenn du den jedes Mal dann so mitnehmen müsstest, wie er jetzt ist. Du kannst ihn aber ganz einfach auch zusammenklappen, zack. Und Wahnsinn. So nimmt er natürlich A, sehr wenig Platz weg und B, schnappst du dir den ganz einfach mal und gehst damit mal von mir aus mal zur Bahn. Was bei Fahrrädern gerade in dieser Zeit ja nicht unbedingt immer so geht, ist, glaube ich, mit so einem Scooter ohne weiteres möglich. Ja, so passt er ja auch super im Kofferraum oder auch ins Campingmobil, wenn man dann auf dem Campingplatz ist und vielleicht mal schnell Brötchen holen möchte. Das ist doch wunderbar. Jetzt kommt ja auch der Sommer und die Urlaubszeit. Cool, aber auch zur Arbeit, wie gesagt, wenn es dann vielleicht noch 15 Minuten bis zur Arbeit ist und man den Parkplatz ein bisschen weiter außerhalb hat, dann stellt man sich einfach auf seinen Kick-Scooter, gibt Gas und dann fährt man zur Arbeit. Ja, ganz wunderbar. Genau. Und das ist angenehm, man kriegt frische Luft. Ja. Man sitzt nicht in irgendeinem stickigen Bus oder in einer stickigen Bahn oder sowas mit hunderten anderen Menschen. Sie haben die Nachrichten gesehen, haben gesehen, was da im Moment los ist. Das wird uns den ganzen Sommer, denke ich mir, noch ein bisschen verfolgen. Da bin ich für ein paar Kilometer doch mit so etwas nochmal noch eine ganz anders, auf einem ganz anderen Niveau, mit viel, wesentlich mehr Lebensqualität unterwegs. Mhm. Und man ist natürlich auch nicht unbedingt immer so an den Verkehr gebunden. Man fährt mit diesem Gerät hier über Radwege. Sollte mal kein Radweg da sein, nutzen Sie ganz einfach die Straße. Wenn Sie natürlich im Straßenverkehr bewegen, und so fair möchte ich zu Ihnen sein, brauchen Sie eine Versicherungskennung. Eine Haftpflichtversicherung, die kostet 17, 18 Euro für ein ganzes Jahr, also für 12 Monate. Fragen Sie da bitte mal bei Ihrem Versicherungsvertreter Ihrer Wahl oder googeln Sie es ganz einfach mal. Also die 3,50 Euro, die hat man, glaube ich, noch übrig. Super ist auch das Display hier. Sie ist die gefahrene Geschwindigkeit, den Gang, den du eingestellt hast, die gefahrenen Kilometer und den Akkustand. Das finde ich immer wichtig, dass man weiß, wie viel Reserve habe ich denn eigentlich noch. Alle hier kann man sehr schön sehen, sehr übersichtlich gemacht. Mhm. Ja. Und qualitativ, wie gesagt, top verarbeitet, egal ob es der kleinere sein soll von den Reifen her oder natürlich auch der größere hier. Also beide sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis sensationell. Ja, und der Preis ist nämlich auch top. Wir sparen hier, wir schauen einmal zu Pearl.de und dort sind wir bei 480 Euro und wir sparen hier heute auch sehr viel, denn unser TV-Sonderpreis ist bei 439,99 Euro und auch hier gilt letzte Stückzahlen, wenn weg, dann weg. Und wir zeigen Ihnen jetzt noch ein weiteres Fortbewegungsmodell, das sind unsere Club-Pedelecs. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viele Fahrräder gesehen wie am Wochenende in Göttingen. Ja, Göttingen, das stimmt. Das ist eine Fahrradstadt. Unglaublich, ja. Also ich musste mich richtig zusammenreißen. Aber das ist natürlich auch eine schöne Angelegenheit. Und das ist ja nicht nur für Studenten. Ja. Jetzt am Wochenende ist es bei uns im Ort. Ich habe das Gefühl, wir hatten auch noch Stadtfest. Ja. Da war jeder Zweite mit dem Fahrrad unterwegs. Und viele von den Menschen, die ich gesehen habe, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, hatten jetzt also kein klassisches Fahrrad mehr, so wie ich. Typisches Mountainbike, vor 2-3 Jahren gekauft. Mal wieder zu knauserig gewesen, um mal an den Elektromotor zu denken. Ja, und mal ein günstiges Angebot gehabt. Heute wäre ich natürlich sehr froh, wenn ich bei solchen Temperaturen, die wir nur in den letzten Tagen hatten, einfach mal so eine Tretunterstützung gehabt hätte. Ja, besonders, wenn es mal berghoch geht. Das stimmt, ja. Oder dann auf dem Rückweg, wenn man dann nicht mehr ganz so viel Kraft hat. Ja, da lässt man sich einfach so ein bisschen unterstützen. Das ist wunderbar. Und genau das hat man jetzt hier. Ja. Das ist ein unglaublicher Fahrkomfort. Alleine die Sitzposition auf diesem Gerät hier ist schon Spitzenklasse. Mhm. Kannst das natürlich alles über diese Schnellspannverschlüsse einstellen. Die Höhe des Lenkrads, die Höhe des Sattels und so weiter. Also alles schon top gemacht. Und natürlich kann man das ganze gute Stück also auch ohne die eigentliche Tretunterstützung, also ohne den Elektromotor, der hier in dem Mittelgestänge verbaut ist, fahren, wenn man das möchte. Shimano-Gangschaltung und so weiter werden wir gleich auch noch zeigen. Also das ist wirklich Spitzenqualität, die wir hier anbieten dürfen. Aber wenn du jetzt merkst, du kommst vielleicht mal an deine Grenze oder willst es ganz einfach ein bisschen gemütlicher machen, dann schaltest du hier ganz einfach per Knopfdruck den Elektromotor zu und dann wirst du vom Gefühl her so ein bisschen angeschoben. Mhm. Ja, du musst trotzdem treten, aber das Treten fällt unglaublich leicht. Du kannst natürlich auch einen leichten Gang wählen. Und wenn Sie ein, zwei Umdrehungen gemacht haben, dann merken Sie schon so, dass quasi wie von Geisterhand jemand kommt und schiebt Sie so ein Stück weit nach vorne. Ja. Und das bis zu 25 Stundenkilometer. Wow. Ich bin eben von unserem Parkplatz da hinten mal eben bis ins Z außenrum gefahren, habe den dritten Gang mal eingeschaltet. Da ist man schon ganz schön flott unterwegs. Auch mal eine etwas längere Strecke macht damit natürlich mal Spaß. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen so aussieht, Diana, wie ist das bei dir? Immer mit so einem Teenager um die Wette fahren, ist kein Vergnügen mehr, oder? Kommt man schnell an seine Grenzen, ne? Ja, also ich merke das dann schon, liebe Zuschauer, in meinem Alter passiert das hier. Ich möchte noch mal was zeigen. Wir haben natürlich jetzt hier ein Fahrrad mit Tretunterstützung, aber dadurch, dass viele von Ihnen sicherlich mal über einen Campingurlaub nachgedacht haben oder vielleicht auch einen geplant haben, hat man A, immer recht wenig Platz im Campingmobil und B, möchte man ja auch vor Ort
gerne ein bisschen mobiler sein. Gerade so ein Campingmobil, der bleibt dann an fester Stelle stehen. Wenn Sie Brötchen holen wollen, muss man das zu Fuß machen. Idee, und das sind schnell mal 2-3 Kilometer. Scooter ist eine gute Idee, wer es lieber mit dem Fahrrad versucht. Der klappt doch ganz einfach hier das Fahrrad zusammen für den Weg dorthin. Ja, wow. Ich deute das nur mal kurz an. Da sehen Sie also auch den eingebauten Akku. Kann man zum Laden ganz einfach rausnehmen, an die Steckdose dran. Jetzt kannst du eben hier auch noch die Pedale einklappen. Du kannst den Sattel noch runter machen, das Lenkgestänge einklappen und so weiter. Ja, also kannst das gute Stück also wirklich in sehr kompakter Form entweder mal im PKW im Kofferraum unterbringen oder natürlich auch mal im Campingmobil. Ja, auch gerne mal 2 oder auch mal 3 Stück davon, wenn es mit der ganzen Familie dann mal losgehen soll. Und wenn du es einsetzen möchtest, klappst du es ganz einfach zusammen, zack, machst es zu und schon ist das gute Stück wieder einsatzbereit. Ja, Lenker noch hoch. Und dann ist alles wieder gut und schon kannst du wieder losfahren. Eine tolle Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Und auch das Design ist einfach mega schön. Hier von dem Sattel bis hin zu dem Grau. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir auch richtig gut. Diana, vom Design her, grau-schwarz? Super. Für mich, das ist einfach perfekt. Das ist einfach unisex. Ja, für jede Eltern, für Damen, für Herren, für Kinder, für Oma, für Opa. Super, für ganze Familie, glaube ich. Das macht wirklich Spaß. Absolut, absolut. Über Qualität hatten wir gesprochen. Shimano kennt man, glaube ich, auch wenn man schon seit 20 Jahren kein Fahrrad mehr gefahren ist. Da weiß man, ist, glaube ich, einer der führenden Schaltungshersteller weltweit. Ich glaube, alles oder die meisten hochwertigen Fahrräder haben tatsächlich eine solche Gangschaltung mit drin. Haben Sie hier auch eine 6-Gang-Shimano-Gangschaltung. Wow. Ganz einfach hier zu bedienen. Über Daumen und Zeigefinger kann man also hier die etwas langsamere Trittart oder die etwas schnellere Trittart wählen, wenn man das möchte. Mit oder ohne Tretunterstützung ist das möglich. Und was gerade hier sehr schön sehen, hat dieses Fahrrad natürlich auch vorne und hinten jeweils eine Scheibenbremse dran. Manchmal muss man eben auch mal bremsen, ja, oder sollte das gelegentlich auch mal tun. Mhm. Ist auch das überhaupt kein Thema, also keine Bremsbacken mehr, wie man das von früher kennt, die irgendwann zu quietschen anfangen oder aushärten, sondern hier wirklich eine Spitzenqualität, allein schon von der Bremsanlage her. Ja. Straßenverkehrszulassungsordnung sagt auch juhu, ja, voll und ganz straßenverkehrszulassungsordnungstauglich. Das ist ein Satz, den gibt es, glaube ich, oder ein Wort, das gibt es, glaube ich, auch im Deutschen, oder? Aber sämtliche Reflektoren dran, Licht vorne, Licht hinten. Hinten, das Ganze wird mit kleinen Babyzellen betrieben. Vorne das Licht läuft über den Akku des Geräts an sich. Und hier der kleine Bordcomputer ist auch denkbar einfach zu bedienen. Einschalten, Gang 1, 2 oder 3 wählen und sich dann ganz einfach beim Treten unterstützen lassen. Wie gesagt, spätestens dann, wenn du mal bergauf fahren möchtest oder wenn du mal ein paar Kilometer hinter dir hast und du merkst, boah, ja, bei Gegenwind oder jetzt merkst du mal so langsam, jetzt kommen die Teenager gerade erst in Stimmung, da bin ich schon, pfeife ich schon aus der letzten Rille. Da ist natürlich jetzt hier so eine Tretunterstützung eine tolle Angelegenheit. Das stimmt. Wir schauen einmal uns den Preis an und da schauen wir einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 1000 Euro und heute bei uns unser TV-Sonderpreis für 899,99 €. Sie sparen exklusiv 100 Euro. Und damit weiß ich auf jeden Fall mehr anzufangen. Deshalb würde ich auf jeden Fall hier zuschlagen. Und das ist auch hier unser Saisonstart-Sonderpreis. Ja. Deshalb greifen Sie jetzt schnell zum Hörer und sichern sich Ihr Club-Pedelec mit der Bestellnummer der ZX8103 und der 569 für 899,99 €. Ja. Also ich finde das der Wahnsinn. Ist ein sehr schönes Teil. Ja. Jetzt schauen Sie auch Nachrichten. Insofern erzähle ich Ihnen da, glaube ich, nichts Neues. Ich sehe also immer wieder die Berichte, also auch von vielen Fahrradhändlern, die sagen, natürlich können wir momentan, sagen wir mal, den klassischen Drahtesel anbieten, ja, oder natürlich auch mal so ein Elektrofahrrad oder so ein E-Bike, wie es so schön heißt, in einem Preissegment 5.000, 6.000, 7.000 €, da haben wir noch ein paar von. Aber ich sage mal, in einem bezahlbaren Bereich, alles so um die, so bis zu 1.000 € ist momentan der Markt wie leergefegt. Also auch in dem Bereich lässt also die Lieferschwierigkeit ohne weiteres mal aufhorchen. Insofern ist es gar nicht so einfach. Wenn Sie heute ein hochwertiges Fahrrad bestellen, dann können Sie Glück haben, wenn Sie das irgendwann im Frühjahr des nächsten Jahres ausgeliefert bekommen. So hart ist die Realität momentan. Mhm. Wir können ab Lager liefern. Das heißt, wenn Sie also jetzt am nächsten Wochenende oder was unterwegs sein möchten, dann sollten Sie jetzt schon bestellen. Dann haben Sie das gute Stück innerhalb von 2 bis 3 Werktagen Porto und Versand kostenfrei bis direkt vor die Haustür geliefert. Dann stellen Sie noch Ihre Sitzhöhe ein, 2 Kleinigkeiten noch und dann kann es losgehen. Ja? Das ist großartig und macht unglaublich viel Spaß. Also ich habe meinen Spaß am Fahrradfahren wieder entdeckt. Ja, das ist echt schön. Ich mache das auch sehr gerne. Fahrradtouren mit der ganzen Familie, mit den ganzen Freunden. Das Wetter wird jetzt super. Da entdeckt man ja auch so die Natur ein bisschen anders, als wenn man immer im Auto sitzt. Oder? Das macht super viel Spaß. Ja. Das ist der Punkt. Ich habe es am Wochenende auch schon wieder gemerkt. Natürlich war es warm, ja, aber da haben wir jetzt so lange drauf gewartet. Der letzte Sommer, der war gesagt, genau, gelinde gesagt, ein Reinfall. Jetzt hat man ganz einfach mal die Möglichkeit, wieder rauszukommen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich bin immer froh, wenn ich mein Auto mal stehen lassen kann, wenn ich ganz einfach mal Wind um die Nase bekomme, ganz einfach mal ein bisschen Sonne abbekomme,
Und wenn ich ganz einfach mal ein bisschen an der frischen Luft in der Natur draußen unterwegs bin, mal eben zum Biergarten wie am Sonntagabend, großartig, ja, hat richtig Spaß gemacht. Und das eben im Fahrrad. Warum denn nicht? Ja? Ja, deshalb greifen Sie jetzt zum Hörer und sichern sich Ihr Club-Pedelec. Und wir schauen jetzt noch einmal zu unserem Anfang der Sendung. Da waren wir ja bei unserem Kinder-Elektromotorrad. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Und das ist mal ein richtig heißer Ofen hier. Wir schieben es nochmal gerade nach vorne. Für Kinder natürlich das absolute Nonplusultra. Ich werde diesen kleinen Jungen nie vergessen. Der hat also wirklich übers ganze Gesicht gegrinst. Das ist natürlich für Kinder auch, die gucken sich das bei den Erwachsenen ab. Ja. Und die sehen natürlich jetzt auch, im Moment hast du überall die Gruppen mit Motorrädern unterwegs. Ja. Also 4, 5 Jungs, dann, die auf den heißen Öfen dann sitzen. Rum, dieses laute Geknatter ist natürlich dann jetzt auch mal für einen Jungen oder für einen Mann großartig. Und das jetzt eben mal in klein. Mal für einen 5-6-Jährigen großartig. Da passiert nichts, die sitzen sicher drauf und sind einfach King Louis on the road. Ja, ja, das stimmt. Und wir schauen noch einmal zu pearl.de. Dort sind wir bei 115 Euro. Und heute bei uns unser TV-Sonderpreis für 89,99 €. Bestellen Sie das Kinder-Elektromotorrad mit der NX 9730 und der 569. Allein die Farbe ist schon ein Hingucker. Und das ist auf jeden Fall ein super Geschenk. Da leuchtet jedes Kinderauge. Definitiv. Und wir kommen jetzt zu unseren Kick-Scootern. Die hatten wir ja eben auch in der Sendung. Und auch die finde ich sehr, sehr gut. Und sehr praktisch. Fantastisch sind die, überhaupt keine Frage. Wir haben noch einige wenige Modelle von unserem geprüften Versandrückläufer. Nochmal bitte vom Hersteller General überholt. Fantastisch im Preis-Leistungs-Verhältnis her und ein unglaublicher Spaß, wenn sie draufstehen. Egal ob für die Stadt oder mal von einem Ort zum anderen, mal eben kurz in die Eisdiele oder eben mal an einem Samstag, Sonntagabend oder was, mal eben schnell zum Biergarten. Macht unglaublichen Spaß und für knapp 300 Euro ist es eine echte Kaufempfehlung. Greift zu, Leute, solange wir den so günstig anbieten können. Vergleichbare Modelle liegen locker bei 450, 500 Euro neu. Mhm. Also das ist wirklich mal ein richtig unmoralisches Angebot. Und solange wir noch welche haben und die ab Lager liefern können, bitte auf jeden Fall zugreifen, wenn Sie noch eine haben möchten. Ja, und auch hier unser TV-Sonderpreis ist der Wahnsinn. Wir sind hier bei 299,99 €. Und die Bestellnummer ist die REF 80 2x die 0 und die 569. Ja, dann haben und wir dann hatten wir noch ein zweites Modell. Und der ist auch cool. Das wäre meiner, ja? Mhm. Es ist eine Frage, wissen Sie, es ist immer so ein Teenager, so ein Junge mit Anfang 20 oder Mädel mit Anfang 20 sieht die Welt natürlich noch ein bisschen mit anderen Augen. Da war ich auch noch etwas robuster unterwegs. Heute, so wie sagt man so schön, als Best-Ager habe ich es dann doch gerne ein bisschen komfortabler. Und deswegen weiß ich natürlich so die Größe der Reifen zu schätzen. Wir sind ein paar Zentimeter größer vom Reifenumfang her. Das gibt noch ein bisschen mehr Dämpfung. Ein bisschen mehr Federung, gerade auf Kopfsteinpflaster, über Gullideckel und dergleichen. Wenn es mal so einen abgesenkten Bordstein rauf oder runter geht, fühlt man sich da vielleicht als Erwachsener vielleicht dann doch ein bisschen wohler. Ansonsten auch da ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, super Verarbeitungsqualität. Und auch da ab Lager lieferbar, portofrei bis direkt vor die Haustür. Letzten Akku auf und düst los, wenn Sommer perfekt. Ja, und man kann ihn ja auch noch so gut zusammenklappen. Der passt in jeden Kofferraum, in jedes Wohnmobil. Und dann einfach mal schnell die Brötchen holen im Urlaub. Und das machen Sie, bestellen den Kickscooter mit der ZX4079 und der 569. Und das sind auch unsere letzten Stückzahlen. Da müssen Sie auch schnell sein. Für 439,99 € sichern Sie sich den Kickscooter City Pro. Ja. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Club-Pedelec. Ja, der Drahtesel war gestern. Heutzutage sind es die E-Rädle. Also Fahrräder mit elektronischer Tretunterstützung. Und sowas ist momentan eben fast nicht mehr zu bekommen. Ich sage mal, wenn man jetzt den Wert eines Kleinwagens ausgeben kann, dann ist das vielleicht noch machbar. Aber in einem Preissegment bis 900 oder 1000 Euro fast nicht mehr zu bekommen. Bei uns bekommen Sie die guten Stücke noch ab Lager lieferbar. Und das natürlich mit einem eingebauten Akku. Vollumfänglich straßenverkehrszulassungstauglich. Mit allem Schnipp und Schnapp, nicht nur mit einem tollen Elektromotor, mit einer 6-Gang-Shimano-Gangschaltung, die also wirklich butterweich zu schalten ist. Bergauf, bergab, geradeaus, die Tretunterstützung dabei und es sieht ja noch rattenscharf aus. Also das ist echt eine Kaufempfehlung, auch von meiner Seite. Mhm. Und wir schauen einmal zu pearl.de, dort sind wir bei 1000 Euro und Sie sparen heute 100 Euro. Wir sind nämlich bei unserem TV-Sonderpreis bei 899,99 € und das Club-Pedelec bestellen Sie mit der ZX8103 und der 569. Sichern Sie sich auch hier unseren Saisonstart-Sonderpreis. Ja, jetzt haben wir mal einen schönen Parkplatz hier aufgebaut, ja, oder? Ja, ich bin begeistert. Was würdest du nehmen? Boah, ich kann mich da gar nicht entscheiden. Also ich glaube, ich würde meinem kleinen Neffen das Motorrad schenken und mir selber, glaube ich, diesen Kickscooter kaufen. Oder? Ja. Also ich schwanke noch zwischen dem großen Kickscooter und dem E-Rädel hier. Ja. Ich muss zugeben, der Kickscooter ist der Hammer. Es macht unglaublichen Spaß. Nehmen beide. Ja? Genau. An für sich. Bei dem Preis recht. Sofort. Ja,
Das ist ja gerade der Punkt. Normalerweise musst du für solche Dinge mal so unglaublich tief in die Tasche greifen. Hier kann man sich zur Not auch mal beides leisten. Vielleicht fährt der eine lieber Fahrrad, der andere lieber Scooter. Aber da ist ja für jeden Geschmack das Passende dabei. Genau. Ja? Also, greift zu, liebe Leute. Viel Spaß.